Also bis zu einem gewissen Punkt werde ich wahrscheinlich jetzt hauptsächlich erstmal Story-Quests erledigen. Aber dann geht's doch eher weiter Richtung boah, Freischnauze. Und ja, möglichst viele Drachenschreie lernen und was weiß ich nicht was. Ab und zu mal einen Story-Quest, vielleicht auch den der Magierschule. Die möchte ich eigentlich schon gerne machen, weil die Storyline gefällt mir einfach. Und ja, mal gucken. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich So, das nochmal hier zurück. Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr als Koch. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ja, lass Könnt mich ihr erstmal es gerade was gebrauchen? gucken. So, sonstiges. Eisenbahn, da kann ich die Spitzhacke machen. Stahlbahn, da kann ich nur das kaiserliche Schwert. Ah, so. Ich kann also doch nicht alles einschmelzen. Oh, schade. Aber gut. Oh, jetzt regnet es hier schon Ich wieder. sage nicht, dass ich der beste Ja, was habt ihr hier zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, gut, heute noch. So. Wir möchten dir dann verkaufen den Eisendolch, den wir dir gerade genommen haben. Und ich habe dann, habe ich nicht noch irgendwas mitgenommen? Das kaiserliche Schwert. Ja, nee, brauche ich eigentlich auch nicht, aber egal. So. Was haben wir hier? Eisenschild. Uninteressant, uninteressant. Eisenbarren habe ich ja jetzt wieder ein paar. Also es wird auch bestimmt mal eine Folge kommen, wo ich wirklich nur am... Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, Ja, wenn ihr etwas braucht. klar. Wo ich dann eigentlich nur mal schmieden werde, einfach um die Dinger hochzuleveln. Und ich möchte das eigentlich nicht offscreen machen. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, sowas offscreen zu machen. Cool, Wert 60. Eisenrüstung Wert 125. Das würde mich auch hochleveln, glaube ich. Wie viel haben wir denn? Drei Lederstreifen von 4 und 5 von 10 Eisenbarren. Das stellen wir mal gerade her. Und dann noch ein Eisenschwert. Zwei Eisenbarren 5. Und damit sind wir auch aufgestiegen. Und können das jetzt auch Kennt hoffentlich. ihr meinen Vater? Unseres ist zu Ja, voll der ist gut, ist Drachenschwert. gut. Ich möchte Ich mit dir reden. Was schätze habt ihr die zu besten verkaufen? Waffen und Rüstungen. Ja, lass mich weitermachen hier. Waffen. Das Eisenschwert. Und die Eisenrüstung. So, haben wir jetzt wieder ein bisschen Kohle gekriegt. Bis zum nächsten Mal. Und nun. Oh, Schlüssel erforderlich. Das Breeze Home. Brezenhaus. Das ist der Händler. Hier ist die Alchemistin. Hier wollte ich erst noch rein. Und ein bisschen eventuell Heiltränke herstellen. Das wäre gut. So, Hallöchen. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Nein, Bis nicht zu wirklich. Zu. Ihr seid Was habt ihr also zum an meinen Verkaufen? Zaubertränken und Zutaten interessiert. So, ich hätte gerne ein paar Heiltränke, wenn es geht. Da, Zaubertrank der Gesundheit. Schön. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ich möchte den hier mal benutzen und zwar. Gucken wir mal, was wir so rauskriegen. Nehmen wir mal das und. Den mal. Zaubertrank mit unbekanntem Effekt. So, und herstellen. Legte Effekte, Beschwörung, Verstärkung, Ausdauer senken. Okay. Eine interessante Mischung. Experimentiert nur weiter herum. Übung macht den Meister. So, den mal. Die Distel. Obwohl, die haben wir ja schon, ne? Beschwörung und Beschwörung verstärken. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. So, dann wollen wir mal sehen. Auswahl aufheben. Nehmen wir die mal. Die nochmal. Und der Schimmelpilz kommt nicht so gut und die mal.
Ah, Frost. Gut. Ja, ich kombiniere gerade alles wahllos. Einhändig verstärken, das ist cool. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber ich kombiniere gerade jetzt einfach mal wahllos Sachen. Gesundheit senken, das möchte ich nicht. Magiker senken, Magiker senken. So, was habt ihr alles hier für Effekte, ey? Oh, schade. Nochmal. Das und das. Gut, dann. Das können wir gerade nicht nehmen. Aber das jetzt wieder. Schön, das, das und das. Zack. Das und das. Gut, jetzt haben wir einiges gemacht. So, und möchten die Alchemie beenden. Und die ganzen Dinger mal verkaufen. Vielleicht können wir auch mal einen Trank lernen. Training. Seid also ein Heiler. Was verkaufen? Dann seid ihr also ein Alchemist? Ja. Lass mich das mal gucken. Hier so Zaubertränke. So, Gesundheit senken, verkaufen, 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 Kacke. Kriegen Ausdauer, behalten wir. Beschwörung verstärken, eigentlich ganz cool, aber da haben wir viel von. Oh, nein, dann wollen wir es nicht. So, was hast du denn noch? Du hast doch bestimmt auch ein paar Heiltränke, die ich mir mal mitnehmen kann. Zaubertrank der Heilung. Stellt 50 Gesundheit wieder her. Die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Der Kleinheilung. Erstmal verkaufen wir noch hier den restlichen Scheiß, den wir haben. Redekunst verstärken. Feuerresistenz, Blitzresistenz. Beschwörung verstärken. Zaubertrank der Heilung. Geringe Magika. Ausdauer. Das behalten wir alles. Ja, machen wir so. Komm, scheiß drauf. Ach, da hatten wir sogar zwei von. Sehr schön. Wir haben Heilung. Heiltränke. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, ja, danke schön. Wir haben ja jetzt sogar ein paar Heiltränke. Und vor allen Dingen auch ein bisschen gelevelt wieder mal. Und deswegen neue Stufe. Und wir gehen auf Ausdauer dieses Mal. Und nochmal auf einhändig. Was haben wir denn hier? Überspannen. Ja, nehmen wir. Mit dem Bogen auch noch ein bisschen mehr Schaden machen. Keine Ahnung von unseren Mühen. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Nein. Und was ist mit meinem Sohn? Dann hol dir was zu essen. Ja, frisch gebackene Brote und ich hab Hunger. Warum reden die hier von Broten, wenn ich Hunger hab? Also, ich muss zum Jarl. Jarl! Ja, wir gehen weiter die Treppe hoch. Das sieht nicht gesund aus. Vor allen Dingen. Blau, schwarz und Sonnenschein. Unlogisch. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ich klaue dir gleich deine Süßigkeiten. Du Arschloch. Du Hodenkobold. Und wir sind schon Stufe 5. Ja. Also irgendwie kann sich das Licht hier gerade nicht entscheiden. Wo ist der Jarl? Ist der Penn oder was? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Machst du toll. Aber da ist mein. Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Ah ja, gut.
Ah, hi. Der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgraben. Genau. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Tja. Sprich mit Jarl Baldruf. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man im Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Unsere Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Tja, ja. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Okay. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Ein bisschen Feuer vielleicht gemacht? Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Ach, stell dich nicht so an. Na gut, wir müssen immer noch mit dem... Ja, lass mich doch mal hier... Ach, vorbei. So. Wo ist denn der Jarl? Da oben ist der Jarl. Der Jarl. Hallöchen. Noch nicht. Wie nein? Noch nicht. Wie nein? Noch nicht. Wie nein? Ach, Arschloch. Sind die da unten bald mal fertig? So. Können wir jetzt da mal? Jarl Balgroof wartet. What the fuck? What the fuck? Ja. Ja. Das ist, Noch nicht. No. Ist da was? Zack, eine Stunde. Ja, warten. So, darf ich jetzt? Noch nicht. Nein. So. Erelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Aha. Ja, mein Freund. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Wo ist der? Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen lassen. So schnell. Schneller als alles, was ich lustig. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Interessant. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Der ist einfach gespawnt. Creepy. Gut, enttäuscht mich nicht. Alles klar. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ja. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Okay. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ja, ihr habt okay. Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich weiß nicht, ob ich sowas welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, Erfahrung nennen indem soll? Ihr Farengar den Drachenstein besorgt hat. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Yay. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Nice. Ich würde diesen Drachen nur zu gern. Abgeschlossen. Sprich mit dem Ball. Triff ihre Leute in der Nähe des westlichen Wachturms. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Alles klar. Ich möchte, dass ihr hier bleibt. Gut, wir haben ein Objekt bekommen. Und zwar was? Ich meine, es wäre eine Waffe gewesen, oder? Nice. Aber nicht nice genug. Nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen. Geht klar. Ich gehe schon mal vor, ne? Wie ihr befehlt. So. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ja. Nur alle Besucher von Weißlauf so heldenmütig wären. Tja, ich kann es halt. Mal abgesehen davon. Ich habe keinen Schatten. Jetzt habe ich einen Schatten. Wo sollten wir fürs Wissen, hat man keinen Schatten. Finde ich lustig. Wahrscheinlich, weil mir der Charakter dann nicht gerendert wird. Naja, was soll's. So. Nachdem wir ausgiebig gegähnt haben, gehen wir weiter. So.
Und das mit dem Eigentub.